Ich hoffe, wir gehen in die richtige Richtung. Ich komme hier oben ziemlich leicht durcheinander. Die Hüterin sagte nicht, dass ihr Magierin seid. Wir beherrschen alle ein wenig alte Magie. Den Geschichten zufolge besaßen früher alle Elvern diese Gabe. Aber sie ging verloren, wie so vieles andere. Die Hüterin muss erinnern, muss bewahren, so viel wie sie kann. Können Dämonen von Magiern der Dälisch nicht Besitz ergreifen? Es kann vorkommen. Und in dem Fall muss der Clan seine eigene Hüterin jagen und töten. Weiß die Kirche von den Magiern der Dälisch? Ja, natürlich. Hüterin Marathari hat mir erzählt, dass das einer der Gründe ist, warum wir nie länger an einem Ort lagern. Solange wir uns von den Städten fernhalten und immer weiterziehen, verfolgen sie uns nicht. Aber jetzt schwebt mein Clan in größerer Gefahr, weil wir unsere Hala verloren haben. Wenn ihr nach Kirkwall geht, seid ihr eine Abtrünnige in einer Stadt voller Templer. Ich weiß. Aber wenn ich nicht nach Kirkwall gehe, bin ich allein. Eine einsame Elfin ist leichte Beute für jeden. In der Stadt kann ich in der Menge untertauchen. Bitte verwandelt weiterhin Skelette in Kröten für uns. Aber ich habe nie... Jedenfalls nicht buchstäblich. War mir ein Vergnügen. Ich habe zwar ein wenig Kampferfahrung, aber dabei war ich stets allein. Ich versuche niemanden zu treffen. Auf unserer Seite meine ich... Ich plappere schon wieder. Gehen wir. Wir sind auf dem richtigen Weg. Lasst euch das aber nicht zu Kopf stehen. Ich wusste das. Wir sind auf diesem Weg nicht willkommen. Hat die Hüterin also endlich jemanden gefunden, der dich von hier wegbringt? Ja. Dann erfüllt rasch eure Aufgabe, Mensch. Wir können die da nicht schnell genug loswerden. Ich wittere eine Geschichte. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Und ich werde unseren Clan retten, wider alle Vorbehalte. Der Sunderhügel wirkt heute besonders gebirgig. Findet ihr nicht? So viele Felsen und Hänge. Es tut mir leid. Ich wollte nicht... Gehen wir. Wir sollten uns beeilen. Der Weg ist durch einen Erdrutsch blockiert. Aber es gibt eine Höhle, durch die wir auf die andere Seite kommen müssten. Es tut mir leid. Ihr bekommt nicht gerade die besten Seiten der Dälisch zu sehen. Wir sind gute Leute, die aufeinander Acht geben. Nur heute anscheinend nicht. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Danke der Nachfrage. Alles in Ordnung. Selbst wenn mein Volk mein Streben nicht zu schätzen weiß, muss ich es doch zu Ende bringen. Gehen wir. Asha Bellana ist nicht gerade für ihre Geduld bekannt. Können wir nicht darüber reden? Nein.
und geht es wieder los. Ich kann den Weg für uns öffnen. Moment. Stimmt. Das war nicht normal. Das war Blutmagie. Ja, es war Blutmagie, aber ich weiß, was ich tue. Der Geist hat uns geholfen, oder etwa nicht? Natürlich können Dämonen hilfreich sein, bis sie euren Geist übernehmen und ein Monster aus euch machen. Nun, richtig. Aber das wird nicht passieren. Ich kann mich dagegen wehren. Seid auf dem weiteren Weg vorsichtig. Rastlose Kreaturen durchstreifen die Höhen. In den Tagen von Alethen haben die Ältesten hier geschlafen. Utenera. Endloser Traum, so haben sie es genannt. Aber nun schlafen sie nicht mehr friedlich. Amulett auf den Altar, dann beginne ich mit dem Ritual. Aharen Namalana Salin. Emma ihre Abela Saviranan. Isalahamin Venanhim Dorfilas. In Utenera Narevas.
sind wir ja schon. Andara Natishian, Ashabelana. Eine Angehörige des Volkes, wie ich sehe. So jung und hübsch. Wisst ihr, wer ich bin, abgesehen von diesem Titel? Ich weiß nur wenig. Dann steht gerade, die Leute beugen viel zu schnell das Knie. Es ist so erfrischend, jemandem zu begegnen, der eine Abmachung einhält. Ich hatte schon fast erwartet, mein Amulett würde in der Tasche irgendeines Händlers landen. Niemand wollte es kaufen. Vielleicht lag es ja daran, dass ich eine Hexe darin versteckt hatte. Nur ein Teil von mir. Ein winziger Teil. Aber mehr brauchte ich auch nicht. Ein klein wenig Sicherheit, falls das Unvermeidliche eintreten sollte. Und so wie ich meine Morrigan kenne, ist das bereits geschehen. Ist das jemand, den ich kennen sollte? Sie ist ein Mädchen, das denkt, sie wüsste alles besser als ich oder sonst irgendjemand. Und warum auch nicht? Ich habe sie zu dem erzogen, was sie jetzt ist. Ich darf nicht erwarten, dass sie sich mit weniger zufrieden gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie eure Tochter oder eure Feindin ist. Weder noch. Wieso brauchtet ihr mich, um euch hierher zu bringen? Weil ich eine Verabredung einhalten musste. Und weil ich nicht wollte, dass mir jemand folgt. Ihr habt mich hübsch unauffällig hierher geschmuggelt. Ich verstehe das alles nicht. Seid ihr eine Art Vision? Kann ich nicht an mehreren Orten gleichzeitig sein? Mein Körper schränkt die Möglichkeiten so ein. Ich bin nur ein Fragment, das losgelöst vom Ganzen existiert. Ein Stück Treibholz, an das man sich in einem Sturm klammert. Ein Fragment? Ihr müsst das nicht verstehen, mein Kind. Ihr müsst nur wissen, dass ihr womöglich mein Leben gerettet habt, so wie ich einst das eure. Ein fairer Handel, wie ich finde. Ich nehme an, ihr habt Pläne. Wir haben beide eine Verabredung mit dem Schicksal, mein liebes Mädchen. Es gibt viel zu tun. Bevor ich gehe, habe ich noch einen Rat für euch. Wir stehen am Rande des Wandels. Die Welt fürchtet den unvermeidlichen Sturz in den Abgrund. Achtet auf diesen Moment. Und wenn er kommt, dann zögert nicht zu springen. Denn nur wenn ihr fallt, erkennt ihr, ob ihr fliegen könnt. Das lässt sich leicht sagen, wenn man ein Drache ist. Wir alle haben unsere Herausforderungen. Werden wir es bereuen, sie hierher gebracht zu haben? Reue ist etwas, das ich nur allzu gut kenne. Achtet darauf, euch nicht an sie zu klammern. Sie nicht so nah an euch heranzulassen, dass sie eure Seele vergiftet. Denkt an mich, wenn die Zeit für eure Reue gekommen ist. Was euch betrifft, mein Kind, so solltet ihr vorsichtig sein. Kein Weg ist dunkler als der, den man mit geschlossenen Augen geht. Maseranas, Ashabelana. Nun ist es Zeit, mich zu verabschieden. Ihr habt meinen Dank und mein Mitgefühl.